Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog, neues Video von uns, von unserem Tag. Wir haben heute Morgen schon gefeiert, Geburtstag. Wir haben eine 10, erste zweistellige Zahl. Calvino hat Geburtstag. Und viele haben schon geschrieben und haben gratuliert. Vielen Dank dafür, da hat der Calvino sich sehr gefreut. Und ja, er hat schon Geschenke ausgepackt und das alles. Jetzt ist, ich habe euch in den letzten Tagen erzählt, dass ich sowas wie Übungswehen oder Frühwehen habe. Für alle, die neu sind, ich bin in der 22. Schwangerschaftswoche und eigentlich ist bis jetzt alles super gelaufen. Also keine Blutung, gar nichts, keine Schmerzen. Ich habe mich teilweise gar nicht schwanger gefühlt. Und seit ein paar Tagen habe ich halt einen harten Bauch. Hier unten so. Ja, Smurfy. Und das zieht auch so wie Periodenschmerzen. Und gestern war es eigentlich ein bisschen besser. Aber heute Morgen bin ich sogar davon wach geworden. 2, 3, 4, 5, 6. Ich muss mal eben unseren Shake vorbereiten. Um 9 Uhr macht die Hebammenpraxis auf. Dann werde ich da mal anrufen und nachfragen. Und ich habe ein bisschen Bammel, dass sie sagen, also komm vorbei und wir machen hier, keine Ahnung, CTG oder so. Ist noch okay, dann sage ich halt alle meine Termine heute ab. Ich muss heute den ganzen Tag arbeiten. Aber wovor ich Angst habe, ist, dass die sagen, du musst liegen. Das hatte ich ja Anfang des Jahres schon, wo ich den frühen Abgang hatte, dass ich da 3 Wochen oder 2 Wochen oder so gelegen habe. Und ja, klar mache ich das, wenn die das sagen, aber ist halt enorm doof, ne? Ich will nicht nur liegen. Ich habe noch 18 Wochen mindestens. Und wenn die jetzt sagen, hier schon dich, Michaela, ja, was soll ich machen? Klar mache ich, aber 18 Wochen, ne? Und das mitten im Umzug jetzt. Und ich bin nicht dann rum. Ich meine, ich bin ja so schon, dass ich nicht so viel machen kann. Oder nicht so viel machen, wie ich gerne würde. Aber wenn die sagen, leg dich hin, dann kann ich noch weniger machen. Oder mit dem Hund laufen, ne, wenn die sagen, mach das nicht. Ich meine, ich laufe ungefähr 10 Kilometer am Tag. Und teilweise so 20 Etagen. Ich weiß das, weil hier wegen so einem Tracker. Deswegen weiß ich immer so ungefähr, wie viele Kilometer ich laufe und wie viele Etagen ich laufe. Keine Ahnung. In der ersten Schwangerschaft hatte ich sowas gar nicht. So Übungswehen oder Frühwehen. Keine Ahnung, was das ist. Ja, Leute, es nutzt nichts, ne? Muss ich jetzt durch? Ich rufe da an und vielleicht sagt die ja auch, das ist ganz normal. Dein Bauch weitet sich und ja, spürst das einfach in dieser Schwangerschaft mehr als in der ersten. Alles ist gut, Michaela. Darauf hoffe ich jetzt einfach mal. Ich habe jetzt die Hebamme einfach angerufen und die hat halt gefragt, so einige Sachen, zum Beispiel, ob ich Magnesium nehme, und das mache ich ja seit Anfang an in der Schwangerschaft, morgens eine Brausetablette. Und hat sie gesagt, ich soll nachmittags auch noch eine nehmen. Dann hat sie gefragt, ob ich vermehrt Ausfluss habe oder so, das habe ich ja nicht. Dann hat sie gesagt, aber trotzdem ist das nicht normal in der 22. Schwangerschaftswoche, das sollte man abklären lassen. Und entweder, ja, erst hat sie gesagt, ich kann am Nachmittag zu ihr kommen, und dann hat sie gesagt, so, ja, dann soll ich, also ob ich die Möglichkeit habe, zu meinem Frauenarzt zu gehen, und ich habe ja keinen Frauenarzt mehr, weil die haben ja so komisch reagiert damals, als ich gesagt habe, ich will jetzt nicht so hier alle 2 Wochen hinkommen und Ultraschall und CTG und sowas machen, sondern ich möchte hauptsächlich durch eine Hebamme betreut werden. Und dann war die ja so an der Information, die hat sehr schnippisch reagiert, die Frau. Und deswegen habe ich halt keinen Frauenarzt mehr. Und dann hat sie gesagt, dann könnte ich halt auch ins Krankenhaus gehen. Wir haben ja hier vor Ort das Krankenhaus. Und ja, einfach sagen, ich habe akut Probleme. Und dann können die halt ein CTG machen oder was auch immer
um zu gucken, ob ich wirklich Venen habe. Sie sagt, das ist nicht normal in der 22. Schwangerschaftswoche, so, Entschuldigung, periodenartige Schmerzen zu haben. Also, ab ins Krankenhaus. So, ich bin jetzt hier in der Schlange, dass ich auf den Parkplatz fahren kann im Krankenhaus. Und ich will da gar nicht reingehen. Also ich habe euch ja erzählt, dass ich extra nicht zum Frauenarzt gehe, zu Ultraschallbildern und so, weil ich nicht möchte, dass mir unnötig Angst gemacht wird. Also so zum Beispiel, dass die sagen, oh, ihr Kind ist aber, weiß ich nicht, eine Woche quasi zurückentwickelt, da sollten sie zur Feindiagnostik gehen oder so. Dann mach mich dann total bekloppt und am Ende ist doch alles in Ordnung, ne? Und sowas alles. Und jetzt gehe ich ins Krankenhaus rein und eigentlich geht es mir gut. Ich habe halt nur ein bisschen Periodenschmerzen. Und ich habe Angst, dass wenn ich gleich da rauskomme, dass ich in diesen Strudel reingerate mit Vorsorgeuntersuchungen, Fruchtwasseruntersuchungen, keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass die mir sagen, dass ich mich angestellt habe, in Anführungsstrichen, ne? Ist nichts so, hat man halt mal so Dehnungsschmerz oder so, keine Ahnung. Ja, aber ich habe es halt der Hebamme beschrieben mit Periodenschmerzen und da hat sie gesagt, geh ins Krankenhaus. Ich habe sie nochmal gerade angerufen, habe gesagt, ob ich nicht zu ihr kommen kann für ein CTG und hat sie gesagt, nein, Periodenschmerzen ist zu stark für die 22. Schwangerschaftswoche, geh bitte zum Ultraschall. Also die sollen eins machen im Krankenhaus. Ja. Kacke, ey. Also, wie ihr seht, ich musste schon mal nicht drin bleiben. Also, so viel sei gesagt, es ist alles in Ordnung. Die haben alles, also total ausgiebig gemacht. Ich erzähle euch gleich ins Detail, aber ich wollte euch jetzt nicht auf Folter spannen und deswegen sage ich direkt, es ist alles wunderbar. Also, ich bin jetzt erstmal mit dem Hund spazieren gegangen, weil das Ganze hat jetzt so 4 Stunden ungefähr gedauert. Und die ganze Zeit mit Mundschutz und so da zu sitzen, das war recht unangenehm. Und deswegen wollte ich jetzt gerne spazieren gehen bei dem schönen Wetter. Und erzähle euch jetzt in Ruhe, wie das war im Krankenhaus. Also ich bin da erstmal hingekommen und dann, weil ja jetzt Corona-Zeiten sind, musste ich mich an der Pforte erstmal melden da und sagen, was los ist. Bei so einem Security-Menschen musste ich ihm sagen, was ist. Und der hat dann da angerufen und hat mich dann in den Kreissaal geschickt. Und ja, da musste ich erstmal warten. Und dort waren einige Frauen und manche, die sahen wirklich aus, als ob die da bald platzen. Also die hatten einen Bauch, als ob die 20 Monate schwanger sind oder so. Also richtig einen großen Bauch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass mein Bauch auch so groß werden wird. Ja, und jedenfalls, da musste ich erstmal ans CTG. Das habt ihr ja noch gesehen. Das hat ungefähr ja, so 40 Minuten gedauert. Und das war, also es hat niemand was dazu gesagt. Also war das ja wohl auch unauffällig. Und die haben keine Herztöne gemessen bei dem CTG. Die haben gesagt, das machen die erst ab der 24. Schwangerschaftswoche mit der eine Wespe mit dem Herztöne messen beim CTG und ja, wie gesagt, das war unauffällig, weil da hat mich niemand drauf angesprochen und dann wurde der Blutdruck gemessen, der ist sehr niedrig wie immer, der war 104 zu 58, Puls war bei 70, also auch noch alles okay und dann musste ich wieder warten, 1,5 Stunden oder so. Und dann war da eine Frau, da habe ich mitbekommen ganz am Anfang, die ist reingekommen und hatte so gesagt, sie hat Wehen und ihr Schleimfropf ist abgegangen und so. Und dann ist sie direkt mit durchgegangen und als ich dann vom CTG kam, dann saß sie auch im Wartezimmer und hat dann so gesagt, also sie saß da und hatte die Augen zu
und hatte halt wohl eine Wehe. Und als sie dann die Augen wieder öffnete, dann habe ich sie angesprochen, so, ne, hast du so, bist du denn am Termin und so, ist alles okay? Und weil halt ihr Mann nicht mit rein durfte, der musste unten warten wegen Corona. Und ja, dann hat sie auch erzählt, dass sie halt, ne, so, sie hofft, sie darf hier bleiben, ihr Mann wartet unten, der durfte nicht mit rein und das fand sie halt total blöd, aber was soll man machen? Und ne, tat mir richtig leid, mit Mundschutz auch, ne? Dann habe ich gefragt, weißt du denn, ob du den Mundschutz tragen musst während der Entbindung, also bei den Wehen? Sagt sie, das weiß ich nicht, ich hoffe aber nicht, ne? Ja, und dann wurde sie wieder aufgerufen. Und dann so 10 Minuten später oder so habe ich sie gesehen, wie sie rausgegangen ist aus dieser Station. Ich schätze mal, sie durfte nochmal nach Hause, die Arme. Ja, man hat sich halt immer so alles Gute gewünscht unter den Wartenden. Dann hat man so ein bisschen sich unterhalten, weil alle lange warten mussten. Ja, und dann kam eine sehr junge Ärztin zu mir. Ich bin jetzt schon so alt, dass die Ärzte jünger sind als ich. Und die war super nett und hat mich dann mitgenommen und hat mir noch ein paar Fragen gestellt. Und ja, dann hat sie mich halt, also Ultraschall wollte sie machen, vaginal. Und da habe ich mich schon erst gewundert, weil normalerweise 22. Schwangerschaftswoche, da kann man das ja schon vom Bauch machen. Sagt sie, ja, sie wollte den Muttermund gucken, ne? Und da ist ja eine Uhr oben im Bildschirm von diesem Ultraschall-Bildschirm und dann habe ich gesehen, dass sie über 10 Minuten da gesucht hat und so, ne? Und ich habe irgendwann so gefragt, weil man hat gar nicht ein Baby gesehen. Ich so, ist alles okay, ne? Weil man sieht auch gar kein Baby auf dem Bildschirm, ne? Und die so, ja, ja, alles ist gut. Ich suche halt den Muttermund und da sieht man maximal den Kopf oder ein Füßchen, ne? Aber wenn überhaupt, na, alles ist gut, ne? Sie sucht halt nicht nach dem Kind, sondern nach dem Muttermund und das ist ein bisschen schwierig, sagte sie. Und dann nach, keine Ahnung, 13, 14 Minuten hat sie so gesagt, ja, ich rufe jetzt mal den Arzt, ne, weil ich sehe den nicht. Ja, dann kam der Arzt, der war auch super nett, der war auch noch total jung und hat dann halt angefangen, auch vaginal Ultraschall zu machen und sagte dann so, oh ja, ihre Blase ist ja voll, ne? Machen Sie mal Pipi oder entleeren Sie mal die Blase. Und ich, das war so ein elektrischer Stuhl und war so nach oben geführt, ne? Und da sagt so, entleeren Sie mal die Blase und guckt mich an. Und dann habe ich so gesagt, ja wie, jetzt hier, ne, so auf dem Stuhl? Und alle haben gelacht, ne, nein, ich lasse Sie runter, gehen Sie auf Toilette. Okay, ja, dann bin ich auf Toilette gegangen, kam wieder. Und dann hat er halt gesehen, dass der Muttermund in Ordnung ist, ne, ja. Gut, dann ja, können sie sich wieder anziehen, alles super, ne? Und ich habe mich angezogen und wollte mich verabschieden. Und dann, nein, sie sind noch nicht fertig, wir müssen noch vom Bauch einen Ultraschall vom Kind machen. Ja, ich hatte ja dann schon so ungefähr 15 Minuten Ultraschall hinter mir. Also ich will ja, eigentlich wollte ich ja nicht so viel Ultraschall machen, aber ja, das war dann schon mal 15 Minuten. Und dann fingen die an, auf den Bauch zu schallen. Da hat er erst gesagt, so ja, das ist jetzt gar nicht böse gemeint von mir, sagt der Arzt. Aber so ihr Bauchnabel-Piercing, wenn sie das rausnehmen könnten, weil wegen dem Ultraschall am Bauch und so, ist ja klar, kein Thema. Ne? Ich hatte sowieso schon überlegt, das rauszunehmen. Das habe ich euch auch in einem einen Vlog erzählt, ne? Dass ich das rausnehme, weil das jetzt so anfängt rauszustehen, abzustehen am Bauchnabel. Dann habe ich das halt rausgenommen. Und dann hat er noch erzählt von irgendeiner Frau, die Entbindung hatte und ein Piercing hatte in der Vagina, was sie dann unter der Geburt entfernt haben. Alle haben es versucht, keiner hat es geschafft und er hätte es dann angeblich am Ende geschafft, das rauszuholen, hat er dann ganz stolz erzählt. Und ja, die junge Ärztin hat dann halt gemessen und er ist dabei geblieben und hat ihr halt immer so Tipps gegeben. Also vermute ich, dass sie so am Üben war. Ja, und dann konnte ich das Baby ausgiebig sehen. Ich habe dann auch extra gesagt, ne, dass wir uns überraschen lassen wollen und nicht wissen wollen, was es wird. Und ja, hat sie auch nicht verraten und so. Die haben dann gemessen, das Baby ist ungefähr, also ist ja geschätzt alles dann mit diesen Maßen, die die haben, 467 Gramm schwer und Kopfumfang ist ungefähr 19 cm.
Die haben den Oberschenkelknochen gemessen, Durchschnitt, Dings da, also wie breit der ist und auch alles Mögliche haben die gemessen. Das hat auch noch mal über 10 Minuten gedauert. Und ja, das war schon schön, das nochmal so zu sehen. Ne? Vor allem, weil die dann auch gesagt haben, es ist alles in Ordnung. Ich hatte euch ja vorher noch meine Bedenken gesagt, dass sie irgendwie sagen, keine Ahnung, sage ich jetzt mal, der Oberschenkelknochen ist zu kurz für diese Woche oder wie auch immer zu lang, keine Ahnung. Da müssen sie nochmal nachgucken lassen. Aber es ist alles in Ordnung. Und man hat das Herzchen gesehen. Ich habe es beim Ultraschall dann auch nochmal gehört. Das war voll schön. Und die hatten sich halt alle nur gewundert, weil mein Mutterpass so leer ist. Ja, dann so, ne, ja, wie kein Frauenarzt und so, ne? Dann habe ich das halt gesagt, ne, dass die mir am Anfang da so Angst gemacht haben. Und quasi so, so erzählt haben nach dem Motto, mein Kind wird behindert und ich müsste mich entscheiden, ob ich es jetzt halt behalten will oder nicht. Und dann bin ich ja nicht mehr dahin gegangen. Also habe halt abgesagt meine ganzen Termine, die die mir gegeben haben. Und habe gesagt, ich mache das bei der Hebamme. Und da hat auch keiner mich irgendwie doof angemacht. Die eine Hebamme hat nur gesagt, so ja, manchmal braucht man vielleicht doch einen Frauenarzt als Ansprechpartner. So vielleicht möchten sie sich doch einen suchen, nur wenn mal was ist oder so. Ne? Ja, kann ich ja dann nochmal überdenken. Und ja, auf jeden Fall am Ende. Achso, und dann hat der Frauenarzt mir noch Globulis mitgegeben. Das fand ich so super. So homöopathische Kügelchen. Hat er gesagt, jeden Tag zweimal eine Messerspitze. Entschuldigung, bis zu fünfmal kann ich die nehmen am Tag. Immer wenn das Ziehen im Bauch ist oder stärker ist, kann ich es nehmen. Bis zu fünfmal halt. Hat er mir aufgeschrieben, wie die heißen. Wenn die mir helfen, kann ich mir die nochmal holen. Und so, dass er mir halt nicht direkt so Medizin gegeben hat, ne? Dann habe ich halt so gesagt, ja, Entschuldigung, dass ich sie hier so aufhalte, ne? Mit so etwas, weil war ja nichts. Und das war mir dann am Ende wieder so ein bisschen peinlich. Und dann hat er gesagt, ja, gar kein Problem, ne? Dafür sind wir ja da. Und wenn was ist, jederzeit kommen sie, ne? Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig und alles ist gut. Und so, ne? Haben wir hier auch ein bisschen Beschäftigung, so ungefähr, hat er gesagt. Und ja, dann durfte ich gehen und ich war sehr erleichtert, dass ich gehen durfte. Ich habe schon gedacht, meine Güte, weil als ich dann gegangen bin, habe ich gesehen, es war nach 14 Uhr, dann fängt die Besuchszeit an im Krankenhaus. Es ist eine Riesenschlange vor der Tür da gewesen. Also da standen bestimmt 15 Menschen in der Schlange und haben gewartet, dass sie da ihre Angehörigen besuchen dürfen. Und ein Mann wurde wieder weggeschickt, der wollte irgendwie ein Maxi-Cosi reinbringen, durfte er nicht, warum auch immer, keine Ahnung. Also, ja, sehr eigenartig. Auch Bernd, ne, der wollte ja gerne mitkommen, als ich gefahren bin ins Krankenhaus, aber der hätte eh nicht mit reingedurft. Niemand durfte mit rein, selbst die Frauen, die richtige Venen hatten, da durfte der Partner nicht mit rein. Ach so, und am Ende habe ich noch mal gefragt, bevor ich gegangen bin, weil mir alle immer schreiben, ne, ich soll mich mehr schonen und so. Habe ich gefragt, soll ich mich schonen oder nicht? Oder kann ich ganz normal weitermachen? Und er hat gesagt, das ist alles in Ordnung. Sie können ganz normal weitermachen, wie bisher auch. Alles ist super, alles ist gut entwickelt. Muttermund ist da und das Kind ist, der hat sich sehr viel bewegt oder sie. Und ja, weitermachen. Alles ist gut. Ich muss mich nicht schonen. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!